Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Heute habe ich etwas aus meinem lustigen Ordner. Da wirst du dran erkennen, dass es aus DDR-Zeiten ist. Und ich halte es mal in die Kamera. Das ist ein Festlied und ich habe eine echt krakelige Schrift gehabt als Kind, Jugendlicher. Ich hoffe, ich kann es lesen. Ich glaube sogar, das wurde mal geschrieben zur Jugendweihe oder für die Jugendweihe oder irgendwas. Und geht nach der Melodie: Eine Seefahrt, die ist lustig. Wenn ihr uns wollt kennenlernen, ja, dann hört doch recht schön her. Wir sind nicht für schlechten Eltern, ja, das sieht man bitte sehr irgendwie so. Aber ich werde es nicht singen. Das Lesen wird schon kompliziert genug sein. Es ist wahrscheinlich eher spannend und lustig für dich, wenn du in der DDR aufgewachsen bist und die Schule dort kennst. Oder wenn du eben auch noch Schüler bist, dann sicherlich auch heute noch. Also, los geht's. Festlied. Wenn ihr uns wollt kennenlernen, ja, dann hört jetzt recht schön her. Wir sind nicht von schlechten Eltern, ja, das sieht man bitte sehr. In der Pause da ist's lustig, in der Pause geht's hoch her. Ja, da schießen wir mit Erbsen, selbst der Lehrer leidet schwer. Und wenn es dann wieder klingelt, ja, dann denkt ein jeder dran, oh, jetzt muss ich noch was essen. Denn die Stunde fängt schon an. Und sie stopfen ihre Mäuler und es geht fast nichts mehr rein. Man wird trotzdem noch nicht fertig, denn die Pausen sind zu klein. Steht man endlich an dem Platze, ja, dann fällt einem noch ein, dass man seinem Nachbarn sagen muss, der Film gestern war fein. Kann der Lehrer endlich sagen, Freundschaft setzen, bitte sehr, fällt man krachend auf die Stühle. Oder Stillsein fällt so schwer. Tritt der Lehrer an die Tafel, schreibt die Mathearbeit an, fängt die Hälfte an zu schurken, denn da dachten sie nicht dran. Und man fängt dann an zu kramen und sucht dann noch nach dem Blatt, wo man gestern noch drauf stehen, die Zusammenfassung hat. Doch die meisten kramen vergeblich und nun müssen sie doch ran und man weiß mal wieder nicht, wie die Lösung heißen kann. Na, da gibt's ja noch den Nachbarn. Schaut der Lehrer mal nicht her, schaut man schnell auf dessen Platte, doch das ist genauso leer. Als die nächste Pause endet, atmet jeder merklich schwer. Oh, wie schrecklich ist die Pause und die Hälfte kann nicht mehr. Sind die Pausen so vergangen, ohne dass man sich erholt, wird für jeden dann die Stunde als Ersatz herausgeholt. Und nun schläft jeder eine Runde, ehe man daran gedacht, Dicky, wolltest doch einen Zettel schreiben und so wird's gemacht. Ehe der Zettel dann bei dann bei Dicky, ehe der Zettel dann bei der Dicke, wandert er von Bank zu Bank. Jeder hat ihn schon gelesen und man lacht sich drüber krank. Unsere Discos, die sind klasse. Ja, da geht es stets hoch her. Eine Stimmung wie im Buche, nur die Tanzfläche bleibt leer. So ein Schultag, der ist lustig, so ein Schultag, der ist schön. Ja, da kann man manche Lehrer und auch liebe Kinder sehen. Ja, das war noch so. Also wenn wir in die Klasse gekommen, das kennt ja heute keiner mehr. Wir kamen in die Klasse oder waren in der Klasse und dann kam der Lehrer rein, mussten alle aufstehen, bis der Lehrer vorne war. Dann hatte jede Reihe jemanden gehabt, der Meldung gemacht hat. Brigade 1 ist vollständig, Brigade 2, der und der fehlt, weil er krank ist, Brigade 3 hat der und der die Hausaufgaben vergessen. Und wenn das dann gemacht wird, hat der Lehrer gesagt, Freundschaft, die ganze Klasse, Freundschaft setzen. Und dann hat man sich gesetzt. Ja, da war zumindest im Unterricht bei fast allen Lehrern, nicht bei allen, aber bei fast allen Lehrern wirklich eine eiserne Disziplin. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Okay, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass einen Kommentar da, teile es gerne weiter. Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Glocke einschalten, dass kein Video mehr verpasst wird. Bis zum nächsten Video, dein Auto Fritz. Ciao, ciao.